Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei eurem Lekorator hier und bei einer weiteren Folge Deus Ex Human Revolution. Was haben wir denn hier? Nix. Warum ist das jetzt gerade hier so am Lecken? Nochmal? Okay. Also, ich habe ja wirklich nichts dagegen, aber ich finde es widerlich. Alles klar. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, was die Mission sagt. Innenstadt Apartments. Gebäude von Detektiv Chase finden. Okay. Und was gibt's noch? Okay. Moment, ich hatte mir letztens... Warte mal. Das... Nein. Nein, nein, das. Muttergefühle. Wie? Aktiv. So. Gebäude von der Mutter, bla 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 bla. Haha, okay. Ja, ich habe bei Bioshock gefailt. Um es mal so zu sagen. Und habe jetzt auch nicht wirklich die Lust, das nochmal zu spielen. Ich habe 3 Parts aufgenommen. Leider wurde. Okay, hier bin ich falsch. Bist du ich hab nichts Interessantes. Der Boss vielleicht. Und halt die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich kann dich auch erschießen. Auf jeden Fall, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat mir echt heiße Ware vermittelt. Halt die Backen. Diese Augfreunde gehen mir so auf den Sack. Ich will sie endlich wegpusten. Grayson, was macht der zurzeit so? Wo warst du denn, Mann? Hallo. Wer bist du denn? Sie müssen Adam Jensen sein. Gut erkannt. Mrs. Reed sagte, sie würden mich vielleicht besuchen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind kaum zu übersehen. Ich betrachte das mal als Kompliment. Sie hat gesagt, Sie hätten Informationen über den Fall Megan Reed und den Überfall auf die Seraph-Zentrale. Oh Mann, das war ein Chaos. Der reinste Weitpinkel-Wettbewerb. Wir hatten die Feds am Arsch. Befehle von 3 verschiedenen Abteilungen und Druck von so vielen Lobbyisten, dass man sich fühlte wie der Neuzugang in der Gefängnisdusche. Es ist eben ein sehr wichtiger Fall. Mrs. Reed meinte, Sie denken, es wäre einiges übersehen worden. Das kann man wohl sagen. Sie kennen das ja. Mrs. Reed hat mir erzählt, dass Sie früher selbst ein Cop waren. Es gibt immer mal Fälle, bei denen faule Officer eine Abkürzung nehmen, aber das war was anderes. Inwiefern? Es wurde einfach zu viel übersehen. Alle wollten sofort Ergebnisse. Und immer, wenn ich auch nur einmal nachgefragt habe, wurde ich von Ranghöheren mundtot gemacht. Die Sache sollte abgeschlossen werden, am besten sofort. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben aber doch sicher was Handfesteres als das. Ja, und genau da kommen Sie ins Spiel. Ich habe einige Spuren, denen ich nie richtig nachgehen konnte. Ich fing zwar an rumzustochern, aber diese Regierungsagenten haben mir Angst gemacht. Richtig Schiss. Ich wollte wenige Monate vor meiner Pensionierung nicht alles aufs Spiel setzen, aber Sie hätten das Zeug dazu, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Okay, und was haben Sie? Erstens gibt es das Gerücht, dass der Befehl, die Ermittlungen einzustellen, von weiter oben kam. Vielleicht sogar von außerhalb der zuständigen Abteilung. Wenn das stimmt, müsste Captain Penn davon wissen. Es könnte Hinweise darauf in seinem Bürocomputer geben. Dann muss ich dem Revier wohl einen Besuch abstatten. Ja, und wenn Sie schon mal da sind, es war ein Officer mit dem Fall betraut. Chad Wagner. Nicht gerade ein Chorknabe. Als er plötzlich an dem Fall arbeitete, wurde ich misstrauisch. Jemand hat ihn dort platziert. Und ich bin sicher, dass er Beweise manipuliert hat. Sie sollten mit ihm reden. Rausfinden, was er weiß. Okay, ich unterhalte mich mal mit Officer Wagner. Sie finden ihn wahrscheinlich in der Lobby. Er wurde wegen Fehlverhaltens degradiert und nimmt jetzt Aussagen auf. Er ist ein harter Hund, aber auf seinem Schreibtisch finden Sie bestimmt Belastungsmaterial gegen ihn. Sein Büro ist im 2. Stock. Vielleicht bringen Sie ihn ja dazu, dass er auspackt. Gibt es noch weitere Ansatzpunkte? Ja. Als der Befehl kam, den Fall zu schließen, wurden die meisten Beweise in einem Depot verstaut. Alter. Vielleicht finden Sie da drin ein paar interessante Sachen. Es ist in der Gasse direkt neben dem Revier. Der Code lautet 4891. Aber eine externe Agentur hatte auch schon Zugriff. Also seien Sie vorsichtig. Danke für die Information. Ach, das ist nichts. Und kommen Sie bitte nicht wegen Einzelheiten hierher zurück. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich helfe gern. Aber je weniger ich darüber weiß, desto besser fühle ich mich.
Sie sagten, eine externe Agentur hätte Zugriff auf das Depot gehabt. Was haben Sie damit gemeint? Also, ich habe gesehen, vielmehr gehört, dass Regierungsagenten einige der heikleren Beweise in einen Safe in dem Depot gepackt haben. Kommen Sie, Chase. Was verheimlichen Sie mir? Verdammt! Okay, hören Sie zu. Ich habe mich bei dem Depot rumgetrieben und den Code für den Safe rausgekriegt. Aber ich wurde von einem dieser Typen erwischt. Er weiß, was ich weiß, Jensen. Wenn ich ihnen den Code gebe, wissen die, dass ich geredet habe. Ich mag ein Pessimist sein, aber dann kann ich jedes Happy End für mich abhaken. Was fragen wir denn? Warum wurde Ihnen der Fall zugewiesen? Ich habe mich nicht darum gerissen, falls Sie das meinen. Ehrlich gesagt, wollte ich nichts damit zu tun haben. Warum nicht? Ich war ein ehrlicher Bulle, Jensen. Ich habe immer versucht, mich nach dem Gesetz zu richten, nach den Vorschriften und danach, was ich für richtig hielt. Für einen Fall wie diesen ist das aber nicht das normale Vorgehen. Okay, warum verlassen Sie die Polizei, nur um Wachmann zu werden? Sie scheinen diese Arbeit doch immer noch zu lieben. Ich habe die Idee geliebt, Polizist zu sein. Schon als Kind war das mein Berufswunsch. Aber ich wurde desillusioniert. Es war nicht so, wie ich gedacht hatte. Es ist auch nur ein Job. Einige machen ihn gut, anderen ist einfach alles egal. Und das merkt man. Dieser Fall, der Sarah-Fall, hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Okay. Das wäre im Moment alles. Alter, es sind ja jetzt so viele... Boah, zum Kotzen, ey. Mach die Scheiße hier zu. Hallo? Okay, da lang gehe ich erstmal nicht. Weil, ich will jetzt erstmal... Moment. Untersuchen Sie... Neutralknoten ist... Okay, das ist erstmal inaktiv. Ich gehe erstmal... zur Limp-Klinik. Die ist ja direkt hier um die Ecke irgendwo. Weil dann gehe ich mir erstmal so ein Update oder was sollte ich mir da holen? Ein Upgrade? Keine Ahnung, irgendetwas. Hä? Bin ich nicht hergekommen? Also ich finde diese Demonstration gut, diese Limp-Hack. Okay. Ja, ist okay. Ich bin da. Ah, Mr. Jensen. Mr. Sarris sagte, Sie würden vorbeikommen. Ich habe gerade Ihre Testergebnisse gelesen. Sind letzte Woche reingekommen. Soll ich mich schon mal frei machen? Erstaunlicherweise nicht. Ich finde in keinem Ihrer Berichte einen Hinweis auf Gliagewebe. Es ist 6 Monate her, Doc. Müsste ich nicht längst Neuropozin brauchen? Eigentlich schon, aber die Tests konnten keine Implantatreaktion nachweisen. Im Gegenteil, Ihr Gewebe scheint die Elektroden immer besser anzunehmen. Ich kann also gehen? Tja, also, Mr. Seraph hat mich gebeten, noch ein weiteres Thema anzusprechen. Sie wissen, dass wir während Ihrer ersten OP verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wurden nicht alle Implantate aktiviert, ich weiß. Wir mussten die hämatombedingten Schäden berücksichtigen. Ihr Gehirn brauchte einfach Zeit, um sich zu erholen. Es musste sich an die Neuroprozessoren gewöhnen, um sie auf natürlichem Wege zu aktivieren. Mann. Kommen Sie zum Punkt, Doc. Was will Seraph? Er denkt, Sie sind jetzt bereit, den Aktivierungsprozess mit einer speziellen Software, sogenannten Praxis-Kits, zu beschleunigen. Sie meinen, ich muss nicht mehr warten, bis meine Augmentierungen automatisch anspringen? Sie können auch warten, wenn Sie wollen. Allerdings hat Mr. Seraph in Ihrem Namen eine großzügige Spende für Limp hinterlegt, die gewährleistet, dass Sie, und nur Sie, jederzeit Zugriff auf die für Ihre Neurooptimierungen abgestimmte Praxissoftware haben. Bitte? Sehen Sie selbst? Was sollte ich jetzt 100... Boah, 5000 Credits. Wuhu! Kaufen. Dr. LeBlanc, Code Blau. Dr. LeBlanc, was gibt's denn hier? Verwendung gewährt 50 Gesundheitspunkte aktiviert aus. Aha. Okay. Okay. Was bringt mir das hier? Lädt 3 Energiezellen vollständig auf. Auswahl Momente, Cyberboost, Freundes, künstliche Nahrung.
Okay. Praxiskits. Oh, shit. Verwendung gewährt deinen Praxispunkt für... Aha. Kaufen. Okay. Typhoon-Munition. Verwendung tötet Gegner im Umkreis von... Aha, Forst, Typhoon. Das brauche ich nicht. Also gut, Mr. Jensen. Benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. Alles klar. Kann ich das jetzt machen? Wo ist denn die Scheiße hier? Da. Sozialoptimierer. Okay. Was bringt mir das? Verwendung drin wäre. Okay. Verwendung verletzungsfreier Stürze aus großer Höhe. Schützt vor gefährlichen Gasen und möglichst längere Sprints. Falls in einem Mini-Springsitz. Ach so. Fuck. Ach, egal. Das brauche ich auch nicht. Verwendung zeigt tarnungsrelevante Informationen wie Sichtfelder sowie die letzte bekannte Position an und ermöglicht die Markierung und Folgen von Zielen aus der Distanz. Aha. Verwendung senkt die Gefahr der Entdeckung bei der Übernahme von. Bei der Übernahme oder Verstärkung? Upgrade-bedingt aktiviert. Aha. Ich glaube, ich nehme das hier fürs Erste. Kosten für. Das ist ja verarsche. Warte mal, was kann ich mir denn dann... Okay, das ist Mumpels. Das brauche ich nicht. Okay, das brauche ich auch nicht. Was ist das? Ach, leck mich. Was kann ich denn hier noch nehmen? Alter, warum ist denn das alles so teuer? Schwere Objekte heben, werfen. Verwendung vergrößert die Zahl um 2 Reihen. Verwendung durch geschwächte Mauern brechen. Achso, das kann ich nicht kaufen, okay. Ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden. Nein. Ich glaube, ich nehme... Was war das hier? Verwendung sammeln Sie mit Knoten Netzwiss, bevor Sie Entscheidung treffen. Okay, nein, ich nehme das hier. Bestätigen! Alles klar. Dr. Teasdale, Röntgenabnahme. Kann ich hier... Demonstrationen sind halt. Nicht verboten. Das die backen. Okay. Adam, sind Sie fertig in der Klinik? Ja, nervt vorerst. Gut. Ich will jetzt wissen, wer der Tote ist. Gehen Sie zum Polizeirevier und beschaffen Sie seine Neuralknoten. Und Adam, wenn Sie mit Reden nicht reinkommen, schlage ich einen strategischen Rückzug vor. Es muss an der Seite des Gebäudes einen weiteren Eingang geben. Okidoki. Wie kann ich denn die Waffe verstecken? Weg mit dem Ding, Sir! Ja, wie geht das denn? Huch! Shit, das wollte ich nicht! Leute! Oh oh. Okay. Oh shit. Oh, hier kann ich lang. Okay. Verdammter Irrer. Okay. Ich denke darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Mit ein paar Cyberpfoten. Was habe ich denn jetzt genommen? Fucking shit. Augmentieren? Ja, Mann, das sollten wir. Wie heißt das nochmal? Wie kann ich denn die Kackwaffe verstecken? Moment. Optionen. Quatsch. Steuerung. Tastatur. In Deckung gehen, Waffe ziehen, wegstecken. Ha, verdammte Pisse. Ha. Ja, patentieren. Lass mir den Scheiß patentieren. Okay, was sagt mir überhaupt mein Plan jetzt? Weil das interessiert mich erstmal nicht. Muttergefühle. Das wollte ich jetzt machen. Nee. Moment. Inaktiv. Das ist da. Hacken. Übernahme. Hacken. Stufe 2. Okay. Ach so.
Hä? Aber da muss ich doch irgendwie reinkommen können. Okay. Hier lang schon mal nicht. Und was, wenn ich oben entlang gehe? Klettern. Irgendwie muss man doch da reinkommen können. Glaube ich zumindest. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne. Exit. Toll. Ich bin jetzt... Wo bin ich lang gelaufen? Da? Hä? What the fuck? Au! Ah. Stimmt. So könnte ich das auch lösen. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Okay, das geht schon mal nicht. Kann ich das da nehmen? What? Too heavy? Fucking shit. Ich brauche noch so einen Mülleimer. Ach, da haben wir. So ein Ding. Okay. Würde das denn ausreichen? Du blödes Arschloch. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwo so ein Scheiße. Was ich nehmen kann. Karton oder so. Boah, da sind Fässer. Das ist immer gut. Irgendwie muss man doch darüber kommen. Ein bisschen weiter nach hinten. Komm! Fuck, da kann man sich ja nur reinhacken. Fick dich! Okay, ich drum herum und hack mich rein. Was ist da los? Oder ich nehme einfach diesen behinderten Vordereingang. Das würde es ja auch bringen. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht auf mich, wenn die mich gleich wieder sehen. Das fände ich nämlich ziemlich uncool. Hey, machen Sie hier bloß keinen Ärger. Alles klar. Okay, ich will da unbedingt rein. Wir müssen das jetzt machen. Ist ja auch so ein Ding zum Hacken, ey. Verbreitet die Daten. Übernahme ist... Boah! 4. What? Okay, dann gehen wir runter. Alles klar. Dann weiß ich auch nicht mehr. Wie soll ich denn da reinkommen? Gott verdammt. Ich versuch's jetzt nochmal hier lang. Wenn das nicht klappt, dann kümmern wir uns um die andere Quest. Moment, hier gehe ich aber komplett falsch. Wo ist denn hier die Karte? Da. Sie sind hier, Limpklinik, bla bla bla. Wir müssen da rein. Da ist aber so ein Ding. Und es gibt keinen anderen Eingang. Okay, dann geht's nicht. Gut. Mission Files... Nee, Quatsch. Aktiv, inaktiv. Okidoki, dann kümmern wir uns um den ersten Teil. Die Autos sehen übrigens sehr cool aus. Ach so, sowas kriegt man jetzt hier zu lesen. Aha. Biologische Bombe in Seraph-Werk detoniert. Bla bla bla. Alles nur bla bla bla. Ey. Das ist schlimm, wenn man diese Scheißkarte nicht kennt. So, wo ist denn die Karte? Wenn ich hier lang gehe... Okay, das heißt, ich gehe hier. Da, alles klar.
Nur über die Treppen. Boah, könntest du ein Fahrrad haben? Bräuchte ich nicht so lange. Okay, YouTube, wisst ihr was? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü!